Rumpelstilzchen. Vor langer, langer Zeit lebte einmal ein sehr armer Müller in diesem Land. Alles, was er besaß, war eine wunderschöne Tochter. Eines Tages wurde der Müller zum König gerufen, da er seine Steuern nicht bezahlen konnte. Er habe zwar im Moment kein Geld, so log er den König vor, dafür aber eine Tochter, die aus Stroh Gold spinnen konnte. Bring sie her, befahl der König. Der König brachte das Mädchen in einen Raum, der voller Stroh war. Hier, spinn das zu Gold, sagte der König. Und wenn du morgen früh damit nicht fertig bist, werde ich dich bestrafen. Dann verriegelt er den Raum. Das arme Mädchen hatte jedoch nicht die leiseste Ahnung, wie man Stroh zu Gold spinnen konnte. Sie warf sich verzweifelt auf den Boden und brach in Tränen aus. Plötzlich öffnete sich die Tür und ein hässliches Zwergenmännchen kam herein. Gott zum Gruß, Jungfer Müllerin. Warum weinst du? Fragte es. Ich soll, schluchzte das Mädchen, all dieses Stroh zu Gold spinnen. Und ich weiß doch nicht wie. Oh, kein Problem, sagte der Zwerg. Was bietest du mir dafür? Das Mädchen bot ihm ihre Kette an. Das kleine Männchen setzte sich ans Spinnrad und als der Morgen graute, hatte es alles Stroh zu Gold versponnen. Als der König kam und den Raum voller Gold sah, wurde er sofort gierig. Er brachte das Mädchen in eine andere, größere Kammer, die mit noch mehr Stroh gefüllt war. Bis morgen früh, sagte er nur und sperrte sie wieder ein. Als dann am Abend das Zwergenmännlein wieder kam, vereinbarte es mit dem weinenden Mädchen, aus diesem Stroh Gold zu spinnen. Der Preis? Der goldene Ring an ihrem Finger. Als der König wieder mehr Gold sah, wurde er noch gieriger. Er schleppte das Mädchen in einen großen Saal, der bis zum Gebildebalken mit Stroh gefüllt war. Wenn du das bis morgen früh schaffst, versprach er, werde ich dich heiraten. Als es dunkel wurde, kam das Männchen wieder. Aber das Mädchen hatte nichts mehr, womit es seine Hilfe bezahlen konnte. Schön, dann wirst du mir eben dein erstgeborenes Kind geben, sagte der Zwerg. Das Mädchen, das keinen Ausweg sah, willigte ein. Als der König dann am nächsten Morgen kam, war zu seinem Erstaunen auch dieser Saal mit Gold gefüllt. Also löste er sein Versprechen ein und machte die Müllerstochter zur Königin. Ein Jahr später wurde ihm ein Mädchen geboren. Die Königin hatte den Zwerg längst vergessen. Als sie eines Tages plötzlich vor ihr stand und forderte, »So, nun musst du auch dein Versprechen einlösen. Gib mir deine Tochter.« Die Königin bot ihm alles Mögliche, um ihr Kind zu behalten. Aber er weigerte sich. »Etwas Lebendiges ist mir viel wichtiger als alle Schätze dieser Welt«, sagte er. Die Königin brach in Tränen aus. Schließlich sagte der Zwerg, »Ich will dir 3 Tage Zeit geben. Wenn du dann meinen Namen weißt, magst du dein Kind behalten.« Die Königin saß die ganze Nacht bei Kerzenschein und machte eine lange, lange Liste mit allen Namen, die sie sich nur denken konnte. Doch am nächsten Tag, als sie den Zwerg die Liste, beginnend mit dem Namen Abraham, herunterlas, war die einzige Antwort, die sie immer wieder erhielt, »Nein, das ist nicht der richtige Name.« Am nächsten Tag sandte die Königin ihre Boten in die Stadt. »Bringt mir jeden Namen, den ihr nur finden könnt«, befahl sie. Die Boten brachten viele Namen zurück, selbst so unmögliche wie Rinderrippe oder Hammelkotelett. Aber was die Königin auch sagte, jedes Mal war die Antwort des Zwerges, »Nein, so heiße ich nicht.« Als nun der 3. Tag kam, war die Königin völlig verzweifelt. Und wieder sandte sie ihre Boten ins ganze Königreich aus. Sie sollten einen Namen suchen, den sie vielleicht noch nicht in ihrer Liste hatte. Am Abend, als es bereits schon dunkel war, kam ihr letzter Bote mit einer seltsamen Geschichte zurück. »Als ich durch den Wald ritt«, so erzählte er, »sah ich ein hässliches kleines Männlein um ein großes Feuer herumtanzen und hörte es singen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß.« Als der Zwerg bald darauf erschien,
fragte ihn die Königin, heißt du etwa Alpha Alpha? Nein, so heiß ich nicht. Oder heißt du vielleicht Zebulon? Nein, so heiß ich nicht, sagte der Zwerg. Heißt du dann etwa gar Rumpelstilzchen, fragte die Königin schließlich. Als der Zwerg den Namen hörte, wurde er so wütend, dass er blau anlief. Er stapfte so heftig auf den Boden, dass ein großes Loch entstand. Dann verschwand er in diesem Loch und wurde nie mehr gesehen. Der König und die Königin aber drückten ihr Kind ans Herz und sie lebten alle glücklich bis an ihr seliges Ende.